Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir hier in der dritten Zone und zwar in den Azurblauen Gebirge erhalten können. Und dazu habe ich schon ein bisschen was gefarmt. Als erstes zeige ich euch mal das Mount hier im Journal. Das schimpft sich temperamentvolle Himmelskralle. Und dafür müssen wir einfach ein bisschen Fleisch besorgen. Dieses Fleisch können wir uns, wenn dann im AH kaufen. Oder wir farmen uns das selbst. Ich habe das gerade selber gefarmt, um dementsprechend einfach so ein bisschen auch die Zeiten mitzuhaben. Wir haben mal einmal das blitzgefrorene Fleisch. Dann haben wir das Tusker Dörrfleisch und Gnoller Spezialität des Hauses. Das sind die drei Fleischarten, die wir benötigen und von allen drei brauchen wir 20 Stück. Wo wir die bekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Das erste, das blitzgefrorene Fleisch, bekommen wir hier auf den Koordinaten 57, 43. Wenn ihr Handynotes drauf habt, seht ihr auch die Koordinaten hier einmal mit den Pfeilen eingeblendet. Und hier in dem Lager gibt es von allen Gnollen bzw. von Mobs, die hier rumlaufen, dieses Fleisch. Wir haben vorher in einer, ja, ich würde sagen, 5-Mann-Gruppe das Fleisch gefarmt, hat etwa für die 20 Fleisch, 10 Minuten gedauert, würde ich mal sagen. So Pi mal Daumen. Also, das ist der erste Spot. Dann flatter ich jetzt mal rüber zum zweiten Spot und zwar ist der ein Stück weiter rüber. Alle drei Fleischsorten bekommen wir jeweils in einem anderen Gnolllager. Das zweite Gnolllager befindet sich hier hinten und zwar ist das auf den Koordinaten 33, 4, 47. Und dort bekommen wir dann das zweite, und zwar ist das einmal hier das Tusker Dörrfleisch. Bei dem Lager hat es tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Da sind verschiedene Spots, das ist einmal ein Spot hier auf der Insel und dann hier außenrum um diesen kleinen See befinden sich dann auch nochmal kleine Gnolllager und da könnt ihr das auch farmen. Das Problem hierbei ist so ein bisschen, dass die buggy sind. Also wenn man, also hier kann man die alle zusammenziehen, dann quasi hier hinten ist noch ein Lager. Und hier auf der Insel, da sind relativ viele Gnolle. Das Problem ist, wenn ihr euch da viel bewegt, resetten die ständig. Und das erschwert das Ganze so ein bisschen. Hier hatten wir teilweise auch ein bisschen Downtime bei dem Lager, weil teilweise die Gnolle nicht schnell genug nachgespawnt sind. Mit einer vollen 5-Mann-Gruppe und Tanks, wo man dann dementsprechend alles zusammenziehen kann, kann sich das dann teilweise ein bisschen ziehen. Und das letzte Lager, was wir haben, ist hier drüben. Und das ist auf den Koordinaten 22, 43. Und hier ist es so, dass wir dementsprechend das Gnoller-Spezialität des Hauses bekommen. Das hat auch etwa so 20 Minuten gedauert, um das zu farmen. 15, 20 Minuten, sowas um den Dreh rum. Hier ist es so, dass ihr extrem viele Mobs zusammenpullen. Seht ihr das? Wie viele Gegner hier sind? Wir haben die mit einer 5-Mann-Gruppe einfach hier aus den Häusern alle zusammengepullt, immer hier auf dem Platz. Da kannst du 22, 30, 40, 50 Mobs gleichzeitig zusammenpullen. Und die haben auch einen sehr schnellen Respawn. Also die haben einen Force-Spawn. Wenn die alle getötet werden, spawnen die alle nach. Hier gibt es theoretisch auch noch Außenlager, aber die braucht ihr gar nicht. Also da hinten an dem einen Spot könnt ihr durchgehend die Mobs umknallen. Das geht dann auch richtig zügig tatsächlich. Die scheinen es aber dementsprechend auch ein bisschen schlechter zu droppen. Und ja, wie gesagt, Viertelstunde, 20 Minuten waren wir auch in etwa da unterwegs. Gut, und sobald ihr dann alle von diesen Materialien habt, wie gesagt, jeweils 20 Stück, könnt ihr einfach zu einem NPC gehen und bei dem NPC, wo wir jetzt gleich hinfliegen, das Mount kaufen. Ihr könnt das auch im AH kaufen. Bei mir auf dem Server kostet ein Fleisch tatsächlich hier gerade 365 Gold, hier 600 und hier sind es auch nochmal um die 600. Heißt, kann schon relativ teuer werden. So, ich habe das hier in der Gruppe gemacht und die Leute waren schon nett, mir den NPC zu markieren. Hier mal Grüße an die Streamboys raus. Und zwar heißt der NPC hier Von Govi. Oder, nee, wie heißt der? Von Vogi, so rum. Und der befindet sich hier oben im Lager auf den Koordinaten 19, 23. Sobald wir das Fleisch haben, können wir einmal den anquatschen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Heilung der Pets, das brauchen wir nicht. Oder wir können nach dem Mount fragen. Da klicken wir uns dann ein bisschen durch und tada, dann haben wir einmal das Mount im Inventar. Und das können wir jetzt einmal lernen. Wo haben wir es? Anscheinend muss ich es jetzt mal einmal suchen. Temperament von... Ah, da oben mein Inventar ist wieder ein bisschen unaufgeräumt. So, und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das einmal an. Aufsitzen. Und da haben wir dann das nette Mount mit Mount Special. Ja, ist ein nettes Viech, sieht ganz nice aus. Und das war's eigentlich auch schon, mehr ist es nicht zu tun. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.